Die Dieseldiskussion ist derzeit in aller Munde. Doch welche Möglichkeiten haben wir als Neuwagenkäufer, um uns ökologisch, aber auch nachhaltig und auch für uns natürlich für unsere Betriebskosten möglichst günstig fortzubewegen? Elektromobilität ist derzeit für kaum einen wirklich ein Thema aufgrund Reichweitenproblematik oder zumindest Reichweitendenken. Der Diesel, wie gesagt, wissen wir, eine unsichere Zukunft. Der Benziner zu hohe CO2-Emissionen und zu hohe Kosten. Welche Alternativen wären da vielleicht im Angebot? Ich hätte heute für euch eine Idee, und zwar Erdgas. Schon mal darüber nachgedacht? Schauen wir uns doch einmal den Skoda Octavia G-Tech an. Der Octavia in seiner zweiten Generation hat mittlerweile tatsächlich eine Modellüberarbeitung bekommen letztes Jahr. Und die ist eigentlich sehr umstritten in der Diskussion, denn die neuen Scheinwerferpartie ist doch deutlich, unschöner geworden, aufgrund dessen, dass man die Scheinwerfer hier zweigeteilt hat. Und das sieht man auch an dem LED-Tagfahrlichtband, was jetzt mittlerweile hier zweigeteilt ist. Wir haben hier die optionalen LED-Scheinwerfer verbaut, die tatsächlich auch eine wirkliche Option sind, die man auf alle Fälle im Katalog ankreuzen sollte. Denn die Lichtausbeute ist deutlich besser, deutlich homogener und auch deutlich weiter. Und mehr Sicherheit für deutlich weniger Geld gibt es nämlich derzeit auch ein interessantes Licht- und Sichtpaket. Ansonsten hat sich an der Front nicht allzu viel verändert. Wir haben schmalere Nebelscheinwerfer, wir haben den Grill etwas ausgearbeiteter, aber es bleibt weiterhin immer noch das sehr freundliche Skoda-Gesicht, was wir sonst so kennen. Die Seitenansicht, und da hat Skoda sich in keiner Weise verändert, ist absolut nüchtern und auch komplett klar gegliedert. Wir haben eine große Fensterfläche, wir haben ein sehr typisches Kombi-Heck, nicht zu steil und zu designmäßig abfallend, sodass genügend Platz im Heck bleibt, aber das schauen wir uns jetzt an, wie es da hinten ausschaut. Dann schauen wir uns tatsächlich jetzt das Heck an von unserem Skoda Octavia G-Tech. Clean ist es auf alle Fälle, hat sich auch nicht nach dem Facelift verändert. Einziger Unterschied ist tatsächlich hinter der Heckklappe, und zwar, dass wir ein deutlich geringeres Ladevolumen haben im Gegensatz zur Benzin- oder Dieselvariante. Wir haben hier 480 Liter Standardvolumen, das sich erweitern lässt auf 1610 Liter. Hintergrund ist, die Einschränkung sind die Erdgastanks, die sich hier unterhalb des Laderaumbodens befinden, der auch nicht mehr zweigeteilt ist. Und somit wird dem ein oder anderen dies Fach hier unten vielleicht fehlen. Mir persönlich hat es in meinem Testzeitraum überhaupt nicht gefehlt. Man bekommt tatsächlich alles unter hier im Laderaum, das Octavia Kombi, wie man es sonst kennt. Die Laderaumfläche ist fast eben, wenn man umlegt. Einziger Nachteil sind tatsächlich dieser Laderaumboden, der so fisselig ist und tatsächlich hier Staubkörnchen und alles Mögliche an Dreck in sich aufnimmt und relativ schlecht reinigen lässt. Nichtsdestotrotz, viel Platz hinten. Wie schaut es denn jetzt vorne aus? Das schauen wir uns an. Ja, ich habe jetzt hinten mal Platz genommen. Der Sitz vor mir ist eingestellt auf meine Größe 1,78. Wie wir sehen, ich kriege meine Füße tatsächlich gut unter den Vordersitz. Ich habe hier auch noch genügend Platz nach vorne. Nach oben habe ich sehr viel Platz, da hier das optionale Panoramaglasdach nicht verbaut wurde. Und ansonsten haben wir hier eine schöne Mittelarmlehne, die wir noch ausklappen können mit einem Getränkehalter. Also für vier Erwachsene ist das Fahrzeug auf alle Fälle ausgelegt. Der Mittelplatz ist eher nur für Kurzstrecken geeignet. Das muss man klar sagen. Ansonsten ISOFIX haben wir an den Außenstationen auch.
gut nutzbar. Kindersitze lassen sich super integrieren. Türausschnitte sind auch groß genug. Und was mir jedem Familienvater anzuraten ist, ist tatsächlich die Option, die man hat, eine 230 Volt Steckdose hier hinten zu installieren. Und zusätzlich zwei USB-Anschlüsse, die allerdings nur in Verbindung mit den Sitzheizungsmöglichkeiten für die Außensitze verfügbar ist. So kostet tatsächlich das Paket dann doch etwas mehr Geld, als es auf der Optionsliste erst einmal aussieht. Nichtsdestotrotz, 230 Volt Steckdose plus zwei USB-Anschlüsse hier hinten ist auf alle Fälle sehr ratsam für Kinder, denn tatsächlich iPads nehmen doch einiges an Strom weg. Wie es vorne links ausschaut, das ist für viele mehr interessant, das schauen wir uns jetzt an. So, vorne links Platz genommen. Wie sitzt sich's auf diesen Dynamiksitzen? Das sind diese Sportsitze, die wir hier haben. Sie sind einteilig, also die Kopfstütze ist komplett in die Lehne integriert. Super Seitenhalt, leider fehlt tatsächlich die Schenkelauflage, die ausziehbar ist. Das Lenkrad lässt sich sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe perfekt einstellen. Und ich sitze hier selbst als Quamperter mit 1,78 wirklich gut. Man findet tatsächlich ausreichend Platz, auch für die Beine. Die Mittelkonsole ist nicht zu stark im Weg fürs Knie und ansonsten haben wir einen super übersichtlichen Innenraum. Alles ist tatsächlich hier im Skoda Octavia wirklich ordentlich angeordnet. Wir haben ein gut übersichtliches Kombi-Instrument. Einzig durch diese weißen Ringe, die wir haben, sind tatsächlich die Zahlen etwas schlechter ablesbar. Das Multifunktionslenkrad ist klar gegliedert. Wir haben hier rechts das Thema Audio, Assistenz und Bordcomputer. Links haben wir die Lautstärkenregelung sowie die Sprachsteuerung. Wir haben Blinkerhebel, Wischerhebel und unten links die Tempomathebel inklusive Abstandsregelung, die wir haben. Verbaut haben wir hier das große Navigationssystem Columbus und das bringt allerdings einen großen Bildschirm zwar mit, jedoch sind die größten Nachteile die nicht vorhandenen Drehregler, die wir hier sehen, denn die Lautstärkenregelung findet hier statt. Und an- und ausgeschaltet wird auch hier ohne Knopf, sondern tatsächlich nur noch am Touch-Display. Zwar ist es wirklich schon übersichtlich, wie wir hier sehen. Wir steuern hier ins Menü, können tatsächlich auch mit einer Wischgestik das Ganze bedienen. Ist ein netter optischer Gag, mehr aber auch nicht. Ansonsten haben wir hier eine Induktivladeschale für Handys. Wir haben eine USB-Schnittstelle hier vorne, einen weiteren USB-Anschluss hier hinten. Das heißt, wir haben in dem Fahrzeug sogar 4 USB-Schnittstellen verbaut. Das Klimabedienteil kennen wir auch aus dem kompletten Volkswagen-Konzern. Hier sogar mit einer beheizten Windschutzscheibe mit Heizdrähten. Sehr zu empfehlen auf alle Fälle. Ansonsten haben wir hier oben noch ein nettes Brillenfach. Und ansonsten sind die Materialien hier auch wirklich sehr hochwertig. Wir haben aufgeschäumtes Cockpit. Die Leisten, die hier nach Alu ausschauen, sind allerdings Plastik. Nichtsdestotrotz wirken sie insgesamt auch sehr, sehr gut. Der Automatikwählhebel ist auch bekannt von dem Doppelkupplungsgetriebe, was hier verbaut ist. Man fühlt sich hier tatsächlich wirklich wohl in dem Fahrzeug und ob er sich auch wohl auf der Straße anfühlt, das werden wir uns jetzt anschauen. Ja, wir haben uns jetzt tatsächlich mal hier in Bewegung gesetzt mit dem Octavia G-Tech. Okay. Unter der Haube werkelt ein 1,4 Liter Direkteinspritzer. Wir können normalerweise oder rein theoretisch könnten wir sowohl mit Benzin als auch mit Erdgas fahren. Entweder oder. Skoda lässt uns allerdings hier keine Wahl, ob wir jetzt sagen wollen, ich will jetzt mit Benzin fahren und jetzt mit Erdgas. Die Möglichkeit gibt uns Skoda nicht vor, sondern tatsächlich startet das Fahrzeug immer sofort mit Erdgas, sobald der Erdgastank gefüllt ist. Erst wenn der Erdgastank komplett aufgebraucht ist, fahren wir im reinen Benzinbetrieb. Das kann man positiv sehen, kann man aber auch negativ sehen. 50 Liter Benzin können wir maximal mitnehmen und 15 Kilo Erdgas. Wobei bei Erdgas sei gleich gesagt, man kann zwei Qualitätsstufen tanken, einmal L und H, Low oder High genannt. Das High hat den großen Vorteil, dass der Brennwert deutlich höher liegt.
bei etwa beim 1,5-fachen von Benzin, im Gegensatz zu Low, was bei 1,1 liegt und dadurch auch den Verbrauch etwas erhöht. Hier bei mir gab es lediglich die Qualität H, also High. Verbrauch lag bei mir, bei meiner reinen Alltagsfahrt, bei 4 Kilo auf 100 Kilo, 4 Kilogramm auf 100 Kilometern, so rum gehört sich das. Der Benzinverbrauch ist absolut nicht zu berücksichtigen, da lediglich nach dem Erdgastanken das Fahrzeug ungefähr 2 Kilometer mit Benzin läuft und dann automatisch wieder umschaltet. Vom Umschalten an sich ist gar nichts zu spüren. Wer wirklich, wirklich aufpasst und sagt, ah, ich muss jetzt unbedingt sehen, wie das passiert, der könnte maximal einen kleinen Ruck erkennen, dass tatsächlich jetzt umgeschaltet wird für den normalen Fahrbetrieb. Und wenn man das Fahrzeug dann privat nutzt, wird man das in keiner Weise merken. Ansonsten der 1,4 Liter TSI leistet hier 81 kW, also 110 PS und 200 Newtonmeter Drehmoment, ist entweder an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe oder wie hier an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Das 7-Gang-DSG passt hier in meinen Augen wirklich sehr, sehr gut dazu. Es arbeitet sehr harmonisch. Die Schaltwechsel, Gangwechsel sind sehr, sehr zügig, ohne Zugkraftunterbrechung. Der Motor läuft wirklich, wirklich ruhig, trotz eigentlich eines härteren Verbrennungsgeräusches, was man Erdgas nachsagt. Erst wenn der Motor tatsächlich mehr gefordert wird und über 3000 Umdrehungen läuft, dann wird er sehr, sehr knurrig und auch wirklich akustisch sehr laut. Komforteinschränkungen gibt es auch beim Fahrwerk nicht zu berücksichtigen. Das Fahrwerk ist sehr komfortabel ausgelegt, schluckt wirklich gut irgendwelche Unebenheiten oder Fahrbahnflicken weg. Die Lenkung ist leichtgängig, ein bisschen große Lenkwinkel sind hier zu verzeichnen. Ansonsten wirkt das Fahrzeug auch insgesamt auch Komfort ausgelegt, alles etwas ein bisschen indirekter. Man muss sagen, das Ganze macht hier auch wirklich Sinn, denn das Fahrzeug will hier gar nicht sportlich sein. 110 PS, wie gesagt, hat das Fahrzeug. Auf der Autobahn reicht es vollkommen aus. Wir können knapp 200 Stundenkilometer erreichen. Die brauchen natürlich ein bisschen Schwung. Und sobald das Fahrzeug auch voll beladen ist, dann ist natürlich der Motor stark gefordert und braucht auch dann wirklich viel Kraft und müht sich auch ordentlich ab. Aber viel interessanter für viele ist natürlich jetzt auch, wie das ganze Thema mit dem Erdgas im Alltag funktioniert und das Erdgastanken. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Dann schauen wir uns tatsächlich jetzt einmal an, wie das ganze Erdgastanken vonstatten geht. Den Tank machen wir ganz normal auf. Wir haben zwei Tankanschlüsse hier drinnen. Einmal links den Pönöppel für unser Erdgas hier drinnen. Einmal rechts ist der bekannte Benzintank. So, dann die Erdgaspistole holen wir raus, stecken sie einmal ein bisschen fester drauf. So, jetzt ist er fest arretiert und mit einem Druck auf Start geht das Ganze los. Es klingt ein bisschen anders als sonst, aber ansonsten merken wir gar nichts, außer dass es jetzt sich füllt. So, das war's. Unser Tank ist voll. Also tatsächlich, man wartet normalerweise immer noch ein paar Sekunden, damit tatsächlich auch der Druckausgleich komplett abgeschlossen ist. So, jetzt haben wir es auch schon klacken gehört. Es passiert nichts. Zapfpistole runter, wie wir es kennen. Einhaken. Verschlusskappe drauf, Tankdeckel zu und bezahlen nicht vergessen. Das war's auch schon. Und wie wir sehen, tatsächlich keine Explosion und es ist nichts passiert. Und es riecht noch nicht mal nach Gas. Also, alles gut, ich gehe zahlen und dann geht's weiter. Ja, ist Erdgas eine Alternative für uns in der aktuellen Umweltdiskussion? Ja oder nein? Ganz klar, ja ist es. Aus dem Hintergrund heraus, wir können die aktuelle Verbrennertechnik weiter nutzen. Die Umrüstungen sind geringfügig und sind für die Industrie
wirklich überschaubar. Und Erdgas verbrennt deutlich sauberer. Wir haben also eine bessere Ökobilanz. Die Preise sind für die Kunden auch deutlich stabiler als mit Benzin. Ja, es sind aktuell fossile Brennstoffe immer noch, die allerdings in einem bestimmten Verfahren, Power to Gas genannt etwa, künstlich erzeugtes Erdgas erzeugen können aus regenerativer Energie. Und da sind wir dann tatsächlich auch wieder bei dem Umkehrschluss, dass wir tatsächlich hier mit einem sogenannten E-Fuel wirklich günstig und auch nachhaltig auf lange Zeit fahren könnten, wenn wir es denn tatsächlich wollen und auch die Industrie und Politik es fördern. Ansonsten 14 Tage mit dem Skoda Octavia G-Tech. Haben mir persönlich wirklich die Augen geöffnet. Das Fahrzeug ist perfekt alltagstauglich. Es gibt keine Einschränkungen. Alles, was der Octavia bis dato konnte, kann der G-Tech genauso. In dem Fall kann er es besser bezüglich der Kosten. Zwar sind 2.950 Euro Aufpreis gegenüber dem 1.0 TSI mit 3 Zylindern doch recht happig, aber nichtsdestotrotz, wir fahren hier mit den Kosten effektiv auf Langzeit deutlich günstiger. Und wir haben natürlich nochmal ein kleines grünes Gewissen in der Hinterhand. Somit meine Empfehlung ganz klar, der Octavia als Erdgas. Solltet ihr weitere Erdgasfahrzeuge auf dem Kanal sehen wollen oder auch irgendwelche Fragen zu dem Fahrzeug haben, dann bitte gerne unten in die Kommentare. Hat euch das Ganze gefallen? Lasst mir den Daumen nach oben da und ich würde mich auch über jedes Abo freuen. Und ansonsten sagt der Ubi Tschüss und bis dann.